Was ist, wenn man die Deutungshoheit über das eigene Leben verliert? Sich im Dickicht unangenehmer Fragen verfängt? Genau das passiert dem Schauspieler Jakob Turner in Norbert Gsteins Roman »Der zweite Jakob«. Es ist ein Schauspieler, kurz vor seinem 60. Geburtstag, der eine Biografie bekommen soll. Und aus verschiedenen Gründen beginnt, diese Biografie zu sabotieren, dagegen anzukämpfen, gegen ein Festgeschrieben werden. Doch Jakob ist unter Druck geraten. Durch den lästigen Biografen, durch die eigene Tochter mit ihren bohrenden Fragen. In Zeit- und Raumsprüngen zwischen Tirol und Texas tun sich die Schattenseiten des Schauspielers auf. Dunkle Geheimnisse, die Jakob Turner seit den Dreharbeiten an der amerikanisch-mexikanischen Grenze mit sich herumträgt. Ein Unfall mit tödlichem Ausgang. Eine Reihe unaufgeklärter Femizide in Mexiko und sehr viel toxische Männlichkeit. Was ist Schicksal? Was Schuld? Norbert Gsteins legt viele Fährten, aber Gewissheit über seine Erzählerfiguren verweigert er. Ich will sie vor allen Dingen vor sich selbst in einem Graubereich haben, dass sie sich immer noch auf die gute Seite zurückerzählen können. Und gleichzeitig immer wieder auf die andere Seite schielen und sich immer größerer Abgründe bewusst werden. Und so hat Norbert Gsteins ein abgründiges Buch geschrieben. Eine Lebensbeichte, die keine Antworten gibt, sondern dem Leser immer neue Fragen aufgibt. Der Fatih, wie er da ernst neben Frau und Kindern steht, umgeben von Gästen, wirkt wie ein Fremder. Bei ihm, sagt Tochter Monika Jahrzehnte später, hat nie einer etwas in seinem Gesicht sehen können. Mit diesem Foto beginnt die Geschichte, die Monika Helfer über ihren Vater und über ihre Familie geschrieben hat. Arm ist er aufgewachsen, der Fatih, im Salzburger Land, als uneheliches Kind einer Magd. Er war als Junge kleiner als alle anderen, ein zarter Knabe, der schon früh die Liebe zu Büchern entdeckte. Es war für ihn einfach der Aufstieg. Also er kam aus kleinsten Verhältnissen, hat dann mit Büchern gemerkt, dass er sich bilden kann. Er war ja unglaublich gebildet. Also er war wirklich das wandelnde Lexikon. Und dann hat er einfach gedacht, durch die Bücher bin ich etwas. Und er wurde auch etwas. Leiter eines Heimes für deutsche Kriegsversehrte auf einem Hochplateau im Vorarlberg. Hier richtet er seine Bibliothek ein, die außer ihm niemand nutzt. Im großen Haus können sich die Kinder austoben. Es ist ein Paradies für sie. So viel Platz, so viel Natur. Reden tut der Fatih wenig. Er bleibt immer irgendwie fern, ein Rätsel. Aber dann stirbt plötzlich die Mutter. Die Kinder kommen bei Verwandten unter, der Vater verschwindet. Wohin und warum, darüber schweigt man. Und darüber schweigt auch Monika Helfer. Ich finde es selber immer interessant, wenn ich ein Buch lese und Leerstellen vorfinde, dass ich mir dann was Eigenes dazu denken kann. Fatih ist ein Buch über das Erinnern, über Gespräche mit den Schwestern, der Stiefmutter, wie es war, das Leben mit diesem Vater, der immer ein Fremder blieb. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich ihn verstehe, aber ich habe das Gefühl, dass ich ihn, ja, dass er mir ein bisschen näher ist. Ja. Eurotrash ist ein Roman, der zu weiten Teilen unterwegs spielt. Auf Straßen, die in die Vergangenheit führen, in die Erinnerung und in eine absurde Gegenwart. Der Held des Romans hat einiges gemeinsam mit dem Autor, Christian Kracht. Im Zentrum eben jener Mann und eine Frau Kracht. Es ist auf jeden Fall ein Abschied von meiner Mutter, die zwei Tage nach Beendigung des Romans gestorben ist. Und es ist auch eine Hommage an meine Mutter, die exakt eigentlich so war wie in dem Buch und natürlich gar nicht so war. Der Romanheld reist mit seiner tabletten- und alkoholsüchtigen Mutter durch die Schweiz. Ihr künstlicher Darmausgang und ein Sack voller Geld machen diese letzte Begegnung nicht leichter. Es wird viel gestritten und doch gibt es überaus helle, intime Momente, in denen der Ton beinahe zärtlich wird.
Es ist ja eigentlich die Unmöglichkeit des Sprechens, das erzählt wird. Der Jahrzehnte dauernde, immerwährende Versuch einer Annäherung, auch des Scheiterns, des lange vorher angelegten Scheiterns. Eurotrash, eine Art Fortsetzung des Debüts von Christian Kracht von 1995, Faserland. Wo dies einst endete, beginnt der jetzige Roman. Beiden gemeinsam, die Familie lauert hinter jeder Ecke. Und in beiden Büchern auch das Verwirrspiel mit der eigenen Biografie. Ich bin ja nicht ich, sondern das ist der Erzähler. Und meine Mutter ist ja auch nicht die Mutter des Erzählers. Oder doch? Christian Krachts Roman liest sich wie ein großer Abschied. Noch einmal, ein Hinuntersteigen in die Untiefen von Familie und Geschichte. Es ist ein sonderlicher Ort, in dem Thomas Kunst seine Hauptfigur stranden lässt. Zancho, ein Kaff im Nordosten der Republik, in dem Aussteiger und renitente Träumer seltsamen Ritualen nachgehen. Bewegungsübungen mit aufblasbaren Badeschwänen gehören auch dazu. Die Schwäne waren eigentlich der einzige Punkt, der von völliger Verrücktheit zeugt. Ich habe immer Lust, große Lust, den Leser in die Weißglut zu treiben. Zanschur Klinken, das ist ein Gewitter an dadaistischen Einfällen. Thomas Kunst spielt mit unterschiedlichsten Textformen, Zitaten, Perspektiven, Wiederholungen. Es ist die Sprache, die alles vorantreibt. Eine lustvolle Absage an das lineare Erzählen. Mich würde das zu Tode langweilen. Ich schreibe halt wirklich, glaube ich, anders. Ich habe keine Konzepte, ich habe ja noch nicht mal Ideen. Ich lasse die Ideen sich aus der Sprache entwickeln. Das heißt, ich weiß am Vortag nicht, was am nächsten Tag geschrieben wird. Und dadurch habe ich diese unbändige Lust, überhaupt zu schreiben. Es ist ein Hohelied auf die Fantasie, die die raue Wirklichkeit besiegt. Der dörfliche Feuerlöschteich kann hier zum Indischen Ozean werden. Zancho zu Sansibar. Fluchtpunkt und Sehnsuchtsort für Menschen in prekären Lebenssituationen auf der Suche nach einem neuen Leben. Sie haben sich nicht mit ihrem Dasein abgefunden, sondern sie kehren das um. Sie sind aktive Gestalter eines neuen, schönen Lebens. Wie es sowas überhaupt geben kann, dass Menschen, die so arm sind, so glücklich sein können. Das wollte ich zeigen. Ein utopischer Gegenentwurf zur globalisierten Gegenwart. Wild, zärtlich und eigensinnig. Wer bin ich? Was bin ich? Bin ich schwarz? Bin ich weiß? Die Studentin Nivedita lebt in Düsseldorf und ist, wie ihre Schöpferin Mito Sanyal, Mixed Race. Vater Inder, Mutter Polin. Sie weiß nicht, wer sie ist, aber noch weniger wissen es die anderen. Das ist mir mein Leben lang passiert, ne? Dass wenn mich Leute fragen, wo kommst du her? Und ich sage, keine Ahnung, aus Deutschland. Sagen, nee, wo kommst du wirklich her? Bis ich ihnen die richtige Antwort gegeben habe, sozusagen. Nivedita betreibt einen Blog, Identity, und schreibt als selbsternannte Mixed Race Wonder Woman über Identität, ihr immer Dazwischensein und über Sex. An der Universität findet Nivedita endlich eine Identifikationsfigur, ihre indische, sehr selbstbewusste Professorin Saraswati. Aber dann kommt es heraus, deren Identität ist erfunden. Tatsächlich ist Saraswati eine weiße Zahnarzttochter und kommt aus Karlsruhe. Für Nivedita bricht eine Welt zusammen. Und ebenso für Saraswatis weltweite Community, die sich auf der Straße und im Netz empört. Reale und fiktive Figuren twittern Wut oder Unterstützung. Und was macht Nivedita? Sie zieht in Saraswatis schickes Penthouse und sucht nach Antworten. Gibt es vielleicht doch eine Transracial Identity, wie Saraswati behauptet? Identity liefert keine Lösung, aber Stoff zum Nachdenken und viel Humor. Ich bin ja auch in den 80er Jahren irgendwie politisiert worden. Da ging es ja immer um Weinen für den Weltfrieden. Und das hat mir keine größere politische Kraft gegeben. Und ich glaube tatsächlich, die Aufgabe an weiße Menschen, irgendwie fühlt euch schlecht dafür, dass ihr weiß seid, ist natürlich Quatsch. Also weiter streiten. Aber am Ende bitte wieder versöhnen. Antje Ravik-Strobel lässt ihren Roman am Meer beginnen. Genauer gesagt in Helsinki.
Dorthin hat es ihre Heldin verschlagen. Adina, eine junge Frau aus Tschechien. Sie hat sich eingeigelt in einem Plattenbau. Ein Fluchtort. Man ahnt, etwas Furchtbares ist geschehen. Nur langsam tritt sie wieder mit der Welt in Kontakt. Sieht die Straßenlampen vor ihrem Fenster, hört das Rauschen der Bäume. Blaue Frau ist ein vielschichtiger Roman über die Bewältigung eines Traumas. Adina wurde Opfer einer Vergewaltigung, als sie ein Praktikum in Deutschland machte. Während ich daran arbeitete, fiel mir eben immer häufiger auf, dass es offensichtlich extrem viele Fälle von sexuellem Missbrauch gibt, Gewalt gegen Frauen gibt. Ich bin ja auch nicht die Erste, der das auffällt, aber mir fiel das auf, weil es in meinem Umfeld irgendwie plötzlich so oder mehr und mehr irgendwie zutage trat. Und das beeinflusst dann das Schreiben. 8 Jahre hat Antje Ravik-Strubel an dem Roman gearbeitet. Verbindet darin politische Statements mit poetischen Schilderungen und einer rätselhaften Figur, die blaue Frau. Die blaue Frau ist mit dem Wasser, aber auch vielleicht mit der Tinte verbunden, deswegen ist sie blau. Und das hat wieder was mit dem Schreiben zu tun. Und dieses Schreiben ist das, was Zeugnis ablegt. Der Roman zeugt nicht nur von den ungleichen Machtverhältnissen zwischen Männern und Frauen, sondern auch zwischen Ost- und WesteuropäerInnen. Antje Ravik-Strubel beleuchtet viele Dunkelstellen. Mit einer Sprachkraft, die einen förmlich einsaugt.